Für die tonnenschwere Fluke war ein richtiger Kran notwendig. Denn die Wasserung war nur im Schwebeverfahren über die großgewachsenen Bäume am Ruhrufer möglich. Währenddessen legten die Künstler und die Mitarbeiter des Kulturbüros den Landeplatz fest, zumindest ungefähr. Wir werden jetzt einfach die Schwanzflosse mal eben in die Ruhr heben, um dann zu sehen, wie weit der vordere Teil, wie groß der Abstand sein muss für den vorderen Teil. Haben Sie sich die Sachen schon rausgeguckt, wo es hinkommt in der Ruhr? In etwa. Sehen wir erst vor Ort. Vielleicht muss ich auch noch ein paar Steine an der Seite räumen, muss mir Gummistiefel anziehen. Ich weiß ja nicht, wie tiefes Wasser ist an der Stelle. Das wird sich dann rausstellen. Der Künstler sprach's und hängte seine Hose an den Baum. Er schlüpfte in seine Gummistiefel und spazierte hinein in die Ruhr, fast schon Aktionskunst an sich. Friedrich Freiburg hatte aber nur im Sinn, seinem eine Tonne schweren Kunstobjekt Walflosse einen angemessenen Wasserplatz zuzuweisen, um ein Blickfang des Kunstsommers zu werden. Wir wollen erst mal gucken, wie weit er reinkommt. Das ist eine Tradition, die jedes Jahr neu ist. Eigentlich war das mal Thema, Kunst am Fluss. Und das hat sich eigentlich über die Jahre verselbstständigt. Und jedes Jahr kommen neue Ideen. Und es wird auch erwartet von den Leuten. Und zwar nicht nur von den Leuten, sondern auch von den Künstlern selbst, die wie jetzt Herr Freiburg mit ganz neuen Ideen kommen. Und dieses Jahr auch das Thema Schnittstellen. Wir haben ja so einen kleinen Bezug zu ökologischen Fragen, auch mit dem Museo Aerosolar. Und da passt das Thema, naja, sieht man ja, ne? Das Thema Wahl super zu. Doch zunächst musste per Handarbeit der Boden unter der Fluke aus Beton geebnet werden. Aber schließlich hatte Friedrich Freiburg Flussbett und Wahl bezwungen und auf Standfestigkeit überprüft, nach 90 Minuten harter Arbeit im Wasser. Ja, ja, abmachen, fertig. Am Aufstellungsort lagen dicke Steine, sodass also Wasser drunter schwimmen konnte, er nicht richtig liegt. Und das hätte dann zur Folge, dass bei Hochwasser Wasser unterspülen könnte und vielleicht die ganze Flosse sich überschlagen würde. Deshalb musste die richtig plan tief im Flussbett liegen. So, und das haben wir jetzt. Und dann schwebte der Kopf heran. Auch er wurde wie die Flosse per Kran passend in der Ruhr platziert. Und als der Künstler die Ruhr wieder verlassen konnte, bot sich den amüsierten Betrachtern erneut Aktionskunst im und am Fluss. Ab sofort kann der erste Wal in der Arnsberger Ruhr Tag und Nacht gesichtet werden. Whale-Watching im Sauerland.